herzlich willkommen zu unserer heutigen Bildungswerk-Live-Sendung. Eine kleine Übungseinheit mit dem Gymnastikstab. Ich denke mir, viele von uns sitzen tagsüber ganz viel und vielleicht habt ihr auch den ersten Sitzmarathon heute schon hinter euch und dann tut jetzt in der Mittagspause sicher so eine kleine Bewegungseinheit sehr gut. Schaut mal, ob ihr einen Gymnastikstab bereit habt oder nehmt euch einen Besenstiel. Der ist zwar ein bisschen länger, aber es funktioniert genauso. Mit dem Stab kann man ganz viele schöne Übungen machen für die Beweglichkeit des Schultergürtels, für die Wirbelsäule. Da werde ich euch heute so ein paar Übungen zeigen. Wir können natürlich auch ein Stück weit in die Kräftigung gehen, in die Dehnung. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Wir werden auf jeden Fall im Stand erstmal anfangen. Und ihr braucht dazu eine Matte. Wir werden nachher noch an den Boden gehen. Und ja, wie gesagt, den Stab. Und wenn ihr bereit seid, dann können wir jetzt starten. Stellt eure Füße erstmal hüftbreit, sodass vielleicht so ein kleiner Ball noch zwischen eure Knie passen kann. Füße gut am Boden spüren. Ihr könnt erst nochmal die Zehen vielleicht anheben und wieder ablegen. Spürt eure Fersen, eure Zehen, eure Großzehen und Kleinzehenballen und sucht so richtig schön Kontakt mit euren Füßen zum Boden. Ich hoffe, ihr seid auch ohne Schuhe, also barfuß oder mit Strümpfen. Da kann man die Füße nämlich noch besser spüren. Gerade wenn die Füße den ganzen Tag in Schuhen stecken, ist es wunderbar, ihnen mal so ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit zu geben. Mit dem Stab können wir auch nachher, bevor wir an den Boden gehen, sehr schön noch ein bisschen die Faszien bearbeiten, unten auf der Fußsohle. Aber wir beginnen jetzt erstmal im Stehen. Ihr nehmt euren Stab so an den äußeren Enden und richtet euer Becken auf. Die Knie sind durchlässig, also leicht gebeugt. Das Becken aufgerichtet, das Brustbein angehoben. Und wir beginnen erstmal die Schultern zu kreisen. Da könnt ihr erstmal mit gestreckten Armen schöne große Kreise machen. Nach vorne, nach oben, nach hinten und nach unten. Es knirscht bei mir so richtig. Ich hoffe bei euch nicht. Ja, super. Dann nehmt ihr die Arme mal ein bisschen mehr dazu und dann starten beschreiben Kreise zum Körper hin. Dabei kreisen wir die Schultern mit. Genau, werden noch ein bisschen größer. Und wenn ihr jetzt eure Knie dazu nehmt, dass ihr die beugt, können wir noch größere Kreise beschreiben. Dann könnt ihr sogar den Stab ein bisschen höher nehmen. Das wird ein Stück weit in die Streckung kommen. Knie beugen und wieder strecken. Ganz große Kreise. Gut, wir werden wieder ein bisschen kleiner. Und gehen dann mal in die andere Richtung. Zum Körper hin, kreisen und wieder in die Knie und nach oben gehen. Und pushen ein bisschen die Fußgelenke, die Kniegelenke, beweglich die Schultern mit dabei und werden wieder kleiner. Gut. Und lassen die Arme nochmal hängen. Jetzt nehmt die Arme lang nach oben, streckt euch noch. Und lasst die Arme wieder sinken. Atmen ein und aus. Nehmen wir tief ein und aus. Genießen wir so richtig diese Streckung der Hüfte in der Brustwirbelsäule. Und wenn ihr das nächste Mal oben seid, nehmt den Stab hinter eurem Kopf Richtung Schultern nach oben und wieder ab. Tief einatmen, aus hinter den Kopf. Wir machen noch zwei mehr. Und noch einmal hinter den Kopf. Wieder zurück. Gut, nehmt den Stab in Schulterhöhe. Schultern bleiben tief. Und wir bewegen die Arme nach rechts und nach links. Und hier schon so ein bisschen unsere Wirbelsäule in die Rotation. Genau, bleibt stabil. Könnt ihr den Po so ein bisschen anspannen, Bauchdecke nach innen ziehen. Gut.
aus dieser Bewegung machen wir so eine Ballbewegung. Ja, rechts und links am Körper vorbei. Und da dürft ihr auch schon ein bisschen mehr in die Knie gehen. Und rechts und links vorbei am Körper. Wenn ihr jetzt mal eure Wirbelsäule spürt, merkt ihr, dass da was passiert. Wir machen es mal andersrum. Komisch, aber wir nehmen auch die andere mit. Genau. Und lassen Sie langsam ausgehen. Öffnen wir die Beine ein bisschen breiter. Eine Grätsche. Die Fußspitzen und die Knie zeigen in die gleiche Richtung. Das werden wir jetzt auch berechnen. Und wir gehen mit den Schultern nur nach oben. Und wieder hoch und tief. Tief und gehen hoch und tief. Hoch und tief. Beugt die Knie dabei. Schultern gehen nach oben und wieder ab. Und dann lassen wir nochmal den Stab von einer Seite zur anderen schwingen. Hier spürt ihr, dass ihr von unten über den Stab Druck ausüben könnt. Und eine sanfte Dehnung in der Achselhöhle. Ein kleines bisschen Druck ausüben, die nicht spüren. Wir gehen aufs Kinn und gehen nochmal diese Ballbewegung. Genau, jetzt mit geöffneten Armen ein bisschen Schwung. Wir machen es gleich nochmal in die andere Richtung. Nach innen. Hinter den Körper und auf der anderen Seite wieder zurück. Also wir umkreisen den starken Körper. In die andere Richtung. Gut. Wir wechseln jetzt einmal nach rechts, einmal nach links. Genau, wechseln. Noch einmal anheben. Guckt mal, ob ihr wie weit ihr kommt, wenn ihr die Arme nach hinten nehmt. Wenn ihr jetzt im Besen steht, habt ihr echt einen Vorteil. Das ist nämlich ein Schlimmer. Und dann kommt ihr vielleicht ganz leicht nach hinten. Und mir reicht gerade so der Start. Dann jetzt nochmal. Und zurück nach oben. Gut, wir nehmen nochmal die Arme senkrecht nach oben, die Schultern tief. Ihr müsst die Arme nicht ganz strecken. Ne? Hier ist wichtiger, ihr habt hier den Abstand, die Bauchfläche und wir neigen uns zur Seite. Und die Mitte ist Schultern tief. Genau. Bleiben jetzt mal auf einer Seite und dann so ein bisschen nach. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt unten am Stab ziehen. Ob der Arm so ein Stück näher zum Körper und wieder nach oben. Andere Seite. Bleiben. Federn so ein bisschen nach. Halten und zieh nochmal. Zieh am Stab. Genau. Sehr schön. Gehen wir nach rechts und nach links. Impact.
Achseln. Gut, stell den Stab mal auf. Und wir gehen mal nur so ganz entspannt mit dem aufgestellten Stab nach rechts, nach links. Haben so eine kleine Rotation in der Wirbelsäule. Ihr seht die Schulter, einmal kommt die rechte, die linke Schulter nach vorne. Das Becken bleibt stabil, also fest, baufest. Öffne die Beine ein bisschen breiter und malen jetzt mal Kreise mit unseren Armen. Der Stab bleibt auf der Matte stehen, der Rücken bleibt gerade, wenn du nach vorne gehst. Und wir wechseln jedes Mal die Richtung. Halte den Rücken schön gerade, gib den Bauch so ein bisschen Spannung. Die letzten zwei Runden noch. Und noch eine. Gut. Den Stab mal hier stehen. Und danach dann gehe ich rechts und nach links. Und auch hier schön wieder diese kleine Rotation mit der Brustwirbelsäule. Wenn wir jetzt den Stab mal an eine Hand nehmen, dann können wir so ein bisschen tiefer gehen. Der Rücken bleibt wieder gerade, genau, tief nach oben. Und wechseln wir die Seite, auf der anderen Seite tief. Kommt mal in eine Schrittstellung. Ja. Die muss gar nicht so groß erstmal sein. Eine Schrittstellung. Nehmt mal eine Hand an euer Becken. Dann mal die Beckenkippung erst ausprobieren. Becken aufrichten, Becken nach vorne kippen. Genau, die Ferse ist angehoben, damit ihr hier Spielraum habt. Und wir bleiben jetzt in der Aufrichtung. Bauchnabel zieht nach innen und ihr spürt jetzt die Dehnung in eurer Leiste. Und wenn ihr viel sitzt, ganz wichtige Übung, wir dehnen den Hüftbeuger. Bleibt ruhig mal so ein bisschen in der Dehnung drin. Wir können dabei auch mal den Arm hier außen mit nach oben nehmen, mal so richtig in die Strecken kommen und wieder lösen und nochmal strecken. Anlösen. Und ihr haltet die ganze Zeit den Bauch fest nach innen gezogen, Dehnung nicht weniger wird. Gut. Wir arbeiten jetzt mal isometrisch, das heißt, wir bleiben in der Dehnung und ziehen die Füße zueinander gegen den Widerstand der Matte. Zieht mal den vorderen Fuß nach hinten und den hinteren nach vorne. Eine schöne Spannung. Haltet ihr noch einen Moment und wieder lösen. Und wir gehen wieder in die Dehnung. Zieh nochmal dein Schambein Richtung Nabel. Richte dich auf. Gut. Noch einmal aktivieren. Spannung aufbauen. Der vordere Fuß zieht nach hinten, der hintere nach vorne. Stoß die Spannung jetzt. Und wieder lösen. Wir machen das noch zweimal. Geh mal ein bisschen tiefer in die Dehnung. Richte dein Becken auf. Und dann nochmal anspannen. Füße zueinander ziehen. Und wieder lösen. Und nochmal die Dehnung. Und dann letztes Mal Spannung aufbauen. Jetzt schiebt mal eure Ferse hinten Richtung Boden, dass ihr die Wade hinten seht. Halten hier auch noch einen Moment. Und wenn du möchtest, komm ruhig mal hoch und geh wieder tief in die Dehnung, aus der Dehnung raus.
Wieder die Ferse heben, wieder in die kleine Schrittstellung. Die letzte Übung, nehmen wir unseren Stab in die andere Hand. An der offenen Seite den Arm heben und jetzt in die Seitenneigung gehen. Genau, jetzt bitte schön die Flankendehnung und die Dehnung in der Leiste. Und kommen wir zurück. Und gehen nochmal rein. Ich hoffe, ihr spürt das gut. Ein letztes Mal. Immer schön die Beckenaufrichtung halten, lösen und immer alles auflösen. Die andere Seite. Einen Fuß nach hinten. Erstmal nicht so groß den Schritt wählen. Ferse hinten anheben. Das Becken mal kurz vor und zurück bewegen. Was. Und dann bleibt in der Aufrichtung. Zieh deinen Schambein Richtung Nabel. Nimm die Dehnung mal in der Leiste. Und halt die Dehnung. Atme ruhig weiter tief ein und aus. Halte die Dehnung, verstärke die Dehnung, wenn du kannst, indem du das Bein noch ein bisschen mehr in die Streckung bringst. Und jetzt kommt der Arm dazu. Schau zur Decke. Oh, nochmal. Ganze Zeit die Spannung halten, nur den Arm lösen, nochmal nachziehen, die Bauchmuskeln nach innen, Arme lösen, ein letztes Mal. Gut, die Spannung nochmal dagegen, also in der Dehnung, Spannung aufbauen, der hintere Fuß will zum Vorderen, der vordere zum Hinteren. Halten es für ein paar Sekunden und wieder in die Dehnung. Und nochmal einen schönen, die Spannung halten. Noch zweimal. Spannen. Ziehen die Füße zueinander. Und lösen. Der letzte. Nochmal. Ziehen. Und lösen. So, jetzt noch die letzte Übung, die Seitenneigung. Mit den Arm über den Kopf und neigt euch in die entgegengesetzte Richtung. Nochmal Schambein zum Nabel und ihr habt die Flankendehnung und die Dehnung in der Leiste. Nochmal zurück und geh nochmal rein. Und so ein bisschen wackelig ist das auch in der Position. Dafür haben wir unseren Stab jetzt und können uns ein bisschen stabilisieren mit unserem Stab. Und noch ein letzter. Komm nach vorne mit deinem Gewicht auf den vorderen Fuß und schieb nochmal deine Ferse in die Matte. Nimm die Dehnung wahr. Wichtig, dass der Fuß ganz gerade steht. Und nicht schräg steht, ist wirklich nach hinten zeigen die Ferse. Und dann komm nochmal raus und geh wieder rein. Hoch und tief. Und wir müssen auch locker mit den Beinen schön aus. So, ich werde noch nicht stehen. Mit den isometrischen Übungen weitermachen. Und du nimmst mit deinem Stab so schulterbreit die Handflächen zeigen nach oben. Becken ist wieder aufgerichtet, schön stabil, und durchlässig. Und wir ziehen jetzt den Stab auseinander. Natürlich nicht wirklich gegen den Widerstand. Ziehen. Atmen. Halte die Spannung. Und du spürst, wie deine Schulterblätter jetzt hinten am Rücken nach unten gleiten. Und lösen. Einmal durchatmen. Aber nochmal. Ziehen nach außen. Die Übung sieht nach nichts aus, aber es ist trotzdem anstrengend. Und wieder lösen. Einmal mehr Zug aufbauen. Die Schultern sind weit weg von den Ohren. Und du spürst richtig, wie die Schulterblätter jetzt gut bis in den Brustkorb. Löst. Noch ein letztes Mal. Spannen. Halten. Und lösen. Gut, ein bisschen locker, mal die Schultern kreisen.
Wir machen das gerade nochmal anders, Felix. Du greifst den Stab wieder etwas mehr außen. Und wir ziehen den Stab jetzt auseinander. Und dabei heben wir die Arme langsam ein Stückchen an und lösen mit dem Absenken. Auseinanderziehen, anheben und lösen mit dem Absenken. Noch zwei mehr. Zug, 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 aber und loslassen. Ziehen, ziehen und lösen. Verbinden wir es jetzt mit leicht Kniebeugen. Wir kennen die Kniebeuge. Wir schieben den Po nach hinten, lassen den Stab erstmal so an den Knien nach unten. Der Rücken bleibt gerade und du hebst die Arme, ziehst am Stab, richtest dich auf und löst. Tief, jetzt ziehen, 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 lösen, auf. Ziehen, angelöst. Und noch zwei mehr. Zug, Zug, lösen, aufrichten. Einmal noch ziehen. So, wir stellen mal den Stab auf die Matte auf und legen, tut mal so einen Meter weg, dann über die Armlänge. Ja, ihr seht schon, die Füße sollten unter dem Becken stehen, die Hände auf dem Stab oben drauf liegen und jetzt könnt ihr das Fußbein sinken lassen, wie so ein bisschen gebeugt. Und spürt jetzt sehr schön die Streckung in der Brustwirbelsäule und die Dehnung im Schulterbereich. Und je nachdem, welche Hand hier oben liegt, könnt ihr euch so ein bisschen drehen und ihr spürt jetzt die Dehnung mehr auf einer Seite. Ihr könnt unter dem Arm durchschauen und in die Mitte. Und die andere Hand oben drauf, und dann dreht ihr euch zur anderen Seite. Jetzt haben wir eine Dehnung für die Muskeln, die wir eben gerade gekräftigt haben, mit der isometrischen Übung. Mal wechseln. Und wir richten uns mal langsam auf vom Becken aus, rollen die Lendenwirbelsäule ein, die Brustwirbel und kommen nach oben. Gut, jetzt legt mein Stab schon mal auf die Matte. Und wir wollen jetzt die Fußsohlen, die fast hier unten auf der Fußsohle ein bisschen bearbeiten. Kommt in so eine kleine Schrittstellung, setzt einen Fuß mal auf den Stab drauf und dann gibt so ein bisschen Gewicht auf den Stab und beginnt mal langsam über den Stab drüber zu rollen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen zurück. Ja. Vorne an den Zehen beginnen, dann so den Mittelfußbereich, langsam über die Fußsohle rollen. Da gibt es Stellen, die tun richtig weh. Oh. An der Ferse geht es schon wieder, aber gerade beim Mittelfuß, da ist das Fußgewölbe, da sind wir besonders empfindlich. Noch einmal vor und zurück rein. Gut, stellt mal den Fuß neben den anderen und spürt jetzt einfach mal nach, wie sich die Füße anfühlen. Im Vergleich, der Fuß, den wir gerade bearbeitet haben, im Vergleich zum anderen Fuß. Wie ist der Kontakt zum Boden? Gibt es da Unterschiede? Und dann die andere Seite. Kleine Schrittstellung und ihr rollt nochmal. Von vorne beginnend am Vorfuß über den Mittelfuß. Und ihr könnt ja unterschiedlich Druck geben. Ja? Da wo so ganz empfindliche Bereiche sind, gibt ja nicht ganz so viel Druck. Und weiter vorne, da können wir mehr vertragen. Können wir wieder etwas mehr drücken. Und wir können mit dieser langsamen Rollbewegung Flüssigkeit aus der Faszie raus schieben und die kommt natürlich nachher wieder zurück, aber das ganze Gewebe wird gut durchblutet und damit auch wieder gut versorgt. Und wir stellen nochmal die Füße nebeneinander und vergleichen nochmal die rechte mit der linken Fußsohle. Und vielleicht fühlt sich jetzt wieder symmetrisch an.
Und vielleicht spürt ihr, dass die Füße jetzt einfach präsenter sind, dass ihr mehr spürt von euren Füßen, dass ihr den Kontakt zur Matte mehr wahrnimmt. Geh noch einmal auf den Stab. Ich finde den Stab immer super, um mal die Kniehocke auszuprobieren. Das ist eine Übung, die man eigentlich können sollte, und die aber ohne diesen Stab schwieriger. Da nutzen wir jetzt gerade die Gelegenheit, stellen uns mit den Fersen mal auf den Stab drauf. Die Fersen sind ja auch nicht so empfindlich. Und ihr geht mal langsam in die Hocke rein. Und also ohne Stab könnte ich jetzt nicht hier runtergehen, aber mit dem Stab gelingt es mir ganz gut. Wäre interessant, wie es euch jetzt geht. Meldet euch gerne mal. Schafft ihr die tiefe Hocke mit dem Stab unter den Füßen? Würde natürlich auch ein kleines Brett gehen oder einfach ein paar Schuhe, die ein bisschen mehr Absatz haben. Ihr könnt auch mal einen Moment hier unten bleiben. So richtig bequem ist es bei mir noch nicht, aber ich kann es einen Moment aufhalten. Und ich werde langsam hoch. Gut, ich lockere nochmal die Füße aus, die Beine. Gehen jetzt eine Etage tiefer. Kommt auf den einen Unterschenkel, auf den anderen. Und wir nutzen gerade nochmal den Stab, indem wir ihn aufstellen, uns nochmal dranhängen und uns strecken, das Brustbein nach vorne schieben. Und hier können wir jetzt eine kleine Mobilisation noch für die Wirbelsäule in Richtung Beugen und Strecken machen. Wir rollen uns vom Becken aus ein. Also ihr zieht die Bauchdecke nach innen und der untere Rücken wird langsam rund und weiter. Weiter die Brustwirbel, die Halswirbel und auf. Gestreckt nach vorne, lang ziehen, ausatmen, Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und langsam Wirbel für Wirbel rund und wieder strecken. Das tut richtig gut. Und wieder lang strecken, ausatmen, einrollen, langsam und wieder aufrichten und ein letztes Mal lang strecken. Ausatmen, einrollen, Lendenwirbel, Brustwirbel, Halswirbel, aufrichten. Gut. So, ihr Lieben, wir gehen jetzt noch eine Etage tiefer über die Unterarme in die Bauchlage. So. Oh, ich muss noch ein Stückchen. Ja, es geht. Es geht. Alles gut. Liegt ihr gut? Euren Stab legt ihr vorne quer. Ich habe jetzt eine ganz flache Matte, da rollt ihr auch ganz gut über die Kante drüber. Wenn ihr jetzt eine dickere Matte habt, dann versucht ein Stück zurückzugehen und den Stab entweder auf der Matte oder richtig vor der Matte liegen zu haben. In der Bauchlage denken wir dran, die Bauchdecke wieder nach innen zu lenken und unseren unteren Rücken zu schützen. Die Hände liegen auf dem Stab und ihr zieht jetzt erstmal nur die gestreckten Arme nach hinten, also die Schulterblätter bewegen sich jetzt nur 2-3 cm nach unten. Ihr kommt noch gar nicht hoch. Das machen wir gleich. Ihr bewegt nur die Arme vor und zurück. Eine kleine Bewegung. Aber mir ist wichtig, dass ihr jetzt den Ansatz spürt. Die Schulterblätter bewegen sich Richtung Gesäßtaschen. Und wieder zurück. Und nochmal. Die Schulterblätter gleiten nach unten Richtung Becken. Und dann dürft ihr mal so ein bisschen mit hochkommen, in so eine kleine Kobra. Und wieder langsam zurück. Aber der Anfang, der Ansatz, immer erstmal Schulterblätter. Ja, dann kommen wir erst nach oben. Und dann bleiben die Schultern weit weg von den Ohren. Und der Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule. Bisschen mit anheben. Und wieder zurück. Und ihr merkt, wenn ihr jetzt viel Druck gebt, kommt ihr leicht auch höher. Wenn ihr wenig Druck ausübt, dann ist es mehr eine Kräftigungsübung. Ja, jetzt müsst ihr Rücken arbeiten. Je nachdem, was ihr für ein Ziel habt, wollt ihr kräftigen, dann wenig Druck. Die Hände liegen ganz locker auf dem Stab. Wollt ihr beweglich machen? Mehr Druck.
kommt ihr auch höher. Ja, wir machen noch so 3, 4 Wiederholungen. Ihr probiert das für euch nochmal aus. Wie ist das mit wenig Druck? Und wie ist das mit mehr Druck? Das ist eine schöne Übung. Da kann man wunderbar den Stab nutzen, um diese kleine Bewegung für die Schulterblätter einzuüben. Gut. Okay. Wir kommen schon wieder nach oben. Ich würde gerne mit euch nochmal in die Rückenlage gehen. Weil ich hatte euch ja isometrische Übungen angekündigt. Und da machen wir jetzt auch noch eine, und zwar für den Bauch. Langsam abrollen. In die Rückenlage. Wir holen uns die Beine in die Luft. Ja, so eine Tischhaltung, also die Beine, die Oberschenkel stehen senkrecht, die Unterschenkel waagerecht, die Fußspitzen zeigen. Okay, guck mal, dass dein Kopf gut liegt, dass der nicht überstreckt ist. Also mal kurz heben, Kinn ranziehen, wieder ablegen oder, wenn ihr braucht, ein zusammengefaltetes Handtuch drum. Wir geben jetzt Druck mit dem Stab an die Oberschenkel und umgekehrt. Die Oberschenkel drücken zurück. Und genau das ist die isometrische Anspannung. Ja, der Muskel nimmt Anspannung zu, aber behält seine Länge. Und wieder löst. Und wenn ihr jetzt nochmal drückt, dann spürt ihr auch, dass eure Lendenwirbelsäule sich dem Boden so ein bisschen nähert. Da ist nicht mehr so eine große Lücke drunter. Und wieder lösen. Ausatmen. Entspannen. Halten. Und wieder lösen. Wir nehmen jetzt noch eine Beinbewegung dazu. Wir geben Druck. Und wir drücken weiter gegen den einen Oberschenkel. Und das andere Bein wandert langsam nach vorne. Und kommt wieder zurück. Und wir geben wieder Druck. Und schicken das andere Bein nach unten. Und zurück. Und ihr merkt, das hat eine viel höhere Intensität mit diesem Druck und Gegendruck, als wenn ich jetzt die Übung so mache. Die kennt ihr bestimmt auch, ja, auch mit Armen hinterm Kopf und so. Aber im Vergleich zu diesem Anspannen mit Druck und Gegendruck, da habe ich ja schon so eine Grundspannung und kann auch gar nicht so viel mogeln. Ja, dann ist wirklich Bauchmuskulatur gefragt. Das kann man jetzt noch so ein bisschen verändern. Man kann mal das lange Bein hoch und runter schicken und den Druck halten dabei. Und ihr könnt natürlich auch Druck aufbauen. Wir kreuzen mal den Unterschenkel, Druck aufbauen. Und jetzt den Druck halten, die Spannung halten. Jetzt löse ich den Stab. Ich halte aber trotzdem die Spannung und führe den Stab so ein bisschen nach hinten und die Beine nach vorne und komme wieder zurück. Und wieder erstmal Gegenspannung, Druck und Gegendruck. Die Spannung halten im Bauch und dann die Beine und die Arme zurück. Okay, machen wir ein paar Minuten. Gut, wir lösen mal den Knoten, stellen die Füße ab. Wir wollen noch ein bisschen die Rückseite kräftigen. Den Po, den unteren Rücken. Ihr stellt die Füße breit in die Nähe von euren Becken und rollt euch langsam mal hoch in die Schulterbrücke. Ja, jetzt haben wir etwa eine Linie Oberschenkel rund. Halten die Spanne hier im Gesäß. Lassen so ein bisschen den Popo absinken und schieben wieder nach oben. Und so eine kleine Bewegung. Hoch und tief. Und dann können wir in der Zeit auch mal die Arme anheben, den Stab wieder auseinanderziehen, während wir eine kleine Bewegung auf und ab machen. Und lösen. Dann können wir mal die linke, die rechte Seite nach oben schieben. Genau. Und nochmal ganz oben einen Moment halten. Und wieder langsam absenken.
Mal langsam Wirbel für Wirbel nach unten. Und spüren mal nach. Nochmal ein Stückchen nach vorne rutschen. Ja, jetzt habe ich genug Platz. So, wir kommen nochmal hoch in die Schulterbrücke und während wir nach oben gehen, ziehen wir unseren Stab auseinander und führen die Arme hinter den Kopf und kommen langsam zurück, ohne Spannung in den Armen. Ja, beim Aufsteigen ziehen wir den Stab auseinander, heben das Becken an und beim Zurückgehen kannst du die Arme lösen, also die Spannung lösen. Und nochmal ziehen, nach hinten und zurück. Und ein letztes Mal auseinanderziehen, Po einheben und Wirbel für Wirbel wieder absenken. So, gut. Rutsch nochmal die Mitte meiner Matte. Wir holen uns nochmal kurz die Beine zum Körper ran. So eine kleine Päckchenhaltung. Ihr habt es geschafft. Wir wollen noch so ein bisschen ausgleichen mit den Übungen, die jetzt kommen. Mal so eine kleine Rückenmassage, indem wir die Beine kreisen. Also um das Kreuzbein herum spürt ihr den wechselnden Druck in eurem Rücken. Und nochmal die andere Richtung kreisen. Eine letzte Runde. Und dann stellt mal die Füße ab, hebt nochmal euer Becken so ein bisschen an und lasst es einfach losen. Einfach in die Matte losen lassen. Das lockert wunderbar den unteren Rücken. Und wenn ihr so ein bisschen raus habt, wie es funktioniert, könnt ihr vielleicht auch schneller werden und euer Becken so ein bisschen drehen. Und so nochmal so richtig schön den Po in den unteren Rücken abklopfen. Gut, geschafft. Entweder über die Seite oder mit Schwung nach oben kommen. Ja, ihr Lieben, ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde machen, jetzt sind es 40 Minuten geworden, alles gut. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid jetzt wieder bereit, an euren Schreibtisch zurückzukehren und fühlt euch ein bisschen fitter, ein bisschen beweglicher. Und habt vielleicht auch Ideen, was ihr mit eurem Besenstiel so zwischendurch zu Hause im Homeoffice oder auch im Büro machen könnt. Ich bedanke mich fürs Mitmachen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.